Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die, direkt nach der Zombie-Apokalypse. Wir haben gerade Horde Nummer 3 überlebt und ich möchte mich eigentlich gar nicht lange hier aufhalten. Was heißt, wir räumen hier schnell das ganze Zeug raus, dann nochmal einmal schnell ins Haus raufgehen und Zeug ein bisschen loswerden, was wir so alles dabei haben. Und dann werden wir auch sofort wieder auf Looting-Tour losstarten. Gut. Das Forged Iron lassen wir auch noch hier. Crossbow nehmen wir mit. Bogen werde ich auf kurz oder lang ablösen. Da werden wir mal ein bisschen was mitnehmen, denn ich habe vor, ein paar neue Bögen zu. Ja. Bisschen neue Bogen zu craften. Trotzdem, wir haben nämlich noch 100 Pfeile und da wäre es vielleicht gar nicht mal blöd. Des Weiteren, was machen wir Tolles? Genau. Wir gehen looten. Machen Looting King. Aufräumen tun wir hier später. Da haben wir dann später genügend Zeit. Oh, das war knapp. Jetzt heißt es einfach mal. Ah, wir haben einfach mal gar nichts. Keine Stickies, kein nichts. Genau, Stickies bräuchte man ein paar. Nämlich gar kein Holz, kein gar nichts mehr. So, dann rennen wir bloß durch die Forge. Das muss ich aber auch hinterher machen, weil ich ja kein Brennmaterial habe. Das habe ich alles oben im Haus. Hauen wir uns den Wanst voll mit lecker was zu essen. Oh, mein Mais ist fertig. Werden wir noch mal kurz ein ansetzen. Bevor wir natürlich das machen, müssen wir ein bisschen für Ruhe sorgen. Dann haben wir eigentlich gar keine Zeit zu verlieren. Ich habe zwar noch mal nachgeschaut, 40 Minuten dauert bei mir ein Tag. Also immer noch Standard. Bloß ich bilde mir immer ein, dass das nicht der Fall wäre. Keine Ahnung warum. Ist es einfach auch so, weil bei dem Spiel die Zeit so verdammt schnell rumgeht. Das ist gigantisch. Machen wir noch ein paar. Wir brauchen ein bisschen was zu futtern. Können wir uns nämlich später das lecker Stew machen. Ja, da haben wir schon einfach döspaddelt. Finde ich ein bisschen problematisch hier immer den Mais zu setzen. Vor allem, wenn man so ein hässliches Feld hat wie ich. Ja, weil es wird davor nie anzeigt, so in dem grünen Ding. Oder muss man das so lange warten? Okay, man muss nur so lange warten. Bin ich natürlich dafür prädestiniert, so lange zu warten. Ich bin ja die Ungeduld manchmal in Person. So, hier noch. Da noch ein Mais. Schön. Die Zeit, die rast, die Zeit, die rast so schnell. Ich möchte irgendwann mal ein Minibike haben. Ich will ein Minibike. Boah. Geilo. Wellness über 100. Geile Sache. Ja, da können wir uns schön versorgen. Hier Glas wieder rein Wasser. Nehmen wir mal die Hälfte mit. Eigentlich braucht man gar nicht so viel. Wooden Rod hier rein. Da tun wir noch den Magnum Grip rein. Futter in die Futterkiste. So, was brauche ich noch? Genau, Baumaterial. Ne, schon mal Heizmaterial. Wenn wir die ganzen Stühle hier nehmen und die ganzen Couches und das Zeug. So gut, dann, was machen wir noch schnell? Genau. Stone Axe. Ein paar. Ich hoffe, dass was Gutes bei rauskommt. Wir haben inzwischen Level 27. Da können wir halt bis 320 möglicherweise von der Qualität was machen.
Stone Axe, die sind halt auch gut. Da Lars schon recht, auf jeden Fall. So, packen wir hier mal rein, schön. Gucken wir mal. 220, schlecht. 230, schlecht. 268, gar nicht mal so schlecht. 292. Besser. Jawoll. 315. Und, ach, doch mal schlecht. Jetzt machen wir mal alles schnell. Relativ flott und den Rest füllen wir dann einfach mit Ölen auf. Oh. Dann machen wir noch eine Stone Axe schnell. Wir noch mal Glück? Ne, haben wir natürlich nicht. So, dann sollte es hier auch reichen. Ne, leider nicht. Jetzt noch ein Couch-Arm drauf. So, jetzt aber. So, dann können wir uns noch einen Bau machen. Können wir uns einen Bau machen? Bau, 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 Bau. Ne, wir haben keine Stickies mehr. Wir haben schon 11 Uhr. Hey, es ist gigantisch. Es ist so übel. Da wollen wir uns gar nicht so lange aufhalten. Ein bisschen komisch, dachte mir, irgendwas wäre weggepackt. Genau, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ha, ne, garantiert nicht. Aber sowas von nicht. Ja, Mann, tut mir leid. Ne. Hast du gesehen, wie weit das da hinten ist? Das war so nett reingeschrieben, der Bluthund hier im Airdrop finden, aber. Nee, irgendwie nicht. Also, ich hatte ein paar Mal jetzt Glück, aber die meiste Zeit renne ich irgendwo in die Pampa und ja, vertue eigentlich nur Zeit. Da läuft man halt. Meiner Meinung nach so ein bisschen den sicheren Tod mit den Airdrops. Oh, Bärchen. Dem will ich mich jetzt aber auch nicht aufhalten. Wir haben Dinge zu tun. Wir müssen looten, looten, looten. Ein bisschen Holz sollten wir uns gleich mal mitnehmen. Ich habe immer noch so Respekt vor den Bäumen. So, für mich hätten sie das nicht unbedingt machen müssen. Dass die so schön umkippen. Es sieht zwar cool aus, aber das ist schon manchmal so ein bisschen buggy rumhüpfen die Bäume. Ein bisschen uncool und dann ist man schneller tot als einem lieb ist. Eigentlich sollte man sich hier gegen die Zombies bewähren und nicht gegen die fallende Flora und Sir Isaac Newton. Okay, passt soweit. Wir nehmen noch ein paar Stiggies mit. Vogelnest immer gern gesehen.
Ah, ein Bäumchen nehmen wir. Brauche ich noch dezent viele und ich habe dieses Mal vor, ich habe mir schöne Etikett Rex mitgenommen, dass wir hier in der kleinen Stadt so einen kleinen Verschlag aufstellen. Vielleicht so eine Abonacho-Brücke, die wo der Ermann so gern macht. So gegen die Hunde ist das, glaube ich, gar nicht schlecht, die Idee. Guck nicht so doof. Genau. Also Armbrust ist schon toll. Vielleicht ein bisschen toller, wenn man auch trifft dementsprechend. Oh yeah, Buch. Brauchen wir unbedingt ein Buch. Denn ich brauche noch haufenweise Woodlock Spikes. Weiß auch nicht, um wie viel stärker die Horden von Horde zu Horde werden. Nicht keinerlei Auskunft drüber geben. Vielleicht weiß das ja jemand von euch, könnt ihr auch gerne unten reinschreiben. Aber ich bis derweil. Okay, der war bockschlecht. So, hier können wir gleich wieder. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Munition. Shotgun habe ich mal zur Sicherheit einfach mal mitgenommen. So, dann packen wir hier ein bisschen Stuff rein. Oh, ein bisschen was zu saufen haben wir ja auch noch. Bis sie, ja, packen wir jetzt einfach auch mal mit rein. Bücher. Wer braucht schon Bücher? Ah, der ist bockschlecht. Ja gut, wir wollen hier nicht lange rumlabern. Bisschen. Allerdings, ganze untere Abteil haben wir schon gemacht, deswegen fangen wir hier drüben gleich mal an. Da war ich auch schon drin. Gehen wir gleich ins nächste Häuschen. Ja, grüne Stonex ist schon geil. Bitte, bitte. Crystal Parts, grüne, Glasschar, Evader-Goggle. Naja. Nicht ganz so toll, aber man kann es lassen. Ja, ein besseres Bandana. Cool. Sind wir mal so nett und machen den Bewohnern hier die Tür wieder ganz. Nehmen wir jetzt einfach mal mit, werde ich mir mal Kaffee aufsetzen. Habe ich bis jetzt eigentlich noch nie so wirklich gemacht. Hör ich da was? Nee. Die ganzen Armaturen hier, die sind inzwischen alle aus Brass. Das war früher noch ein bisschen anders. Da waren die hier eigentlich immer aus Eisen und es gab dann bestimmte Brass-Armaturen. Haben sie irgendwie geändert? Ja, okay. Ist jetzt auch gar nicht so. Schnell ist so eine Toilette abgebaut. Oh, geht sogar relativ flott. Gucken wir mal, wie lang es mit der dicken Pickaxe dauert. So. Ja, ein Buch. Auch nicht so toll. Blaue Shotgun-Receiver. So, dann geht's auch schon wieder weiter. Ach, machen wir hier noch die Rust-Dinger weg. Sieht
Zeit brauche ich halt eigentlich noch gar keinen Brass. Denn mir fehlt es ja an eigentlich so ziemlich allem. Hauptsächlich, also wir haben noch kein Potassium, Kohle habe ich noch nicht gefunden. Gibt es zwar hier den Biomen jetzt an der Oberfläche. Oh, wieso hat der nichts dabei? Der hat normalerweise immer Magnum Parts für mich dabei. Stöhnt wieder einer vor sich hin. Eieiei. Ui, Auto, bitte, 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 gib mir tolle Sachen. Benzin. Ja, Benzin ist cool. Und wir bekommen Besuch. Und ich habe wirklich meinen Bogen verloren. Ah, dann war der, was hier rausgepackt ist. Ey, die Horde randaliert hier drüben. Hallöchen. Die werden wir mal hier kurz ausrotten. Man sieht wieder, die laufen so ziemlich an einem vorbei. Also, so Tageshorden, die sind absolut dämlich. So, von denen kann man sich ziemlich gut, wenn man einfach um die Ecke geht, dann passt es. Geblieben. Oh, schön das Ohr weggeschossen. Moldy Braid. Zack. Schon hat er einen Pfeil drin. Was soll es, bevor ich jetzt noch die Munition vertue? Ich treffe gerade sowieso irgendwie nichts. Gut. Wir haben 6:30 Uhr schon. Das heißt, wir werden hier in das schöne Häuschen hinter uns reingehen, in das viereckige wieder. Kurz vor Nacht. Wir werden dann hier unten ein bisschen schauen, was mal ist. Am Bier, Bier, Bier. Bett, Bett, Bett. Okay. Leider kein Scrap Metal. Oh, und wenn sie halt wieder diese Dinger wieder in ihren Ursprung zurücksetzen würden. Das war früher beste Quelle für Scrap Metal. Und jetzt ignoriert man es eigentlich. Weil es den Aufwand nicht mehr lohnt. Finde ich persönlich eigentlich sehr schade, weil wer solche Regale kennt, die sind wirklich massiv. Also die sind wirklich, wirklich, wirklich massiv, die Dinger. Und man schon sagen, dass da auch ordentlich Iron rauskommt. Die lieben Funpumps haben sich wieder gedacht, machen wir doch den Spielern das Leben besonders schwer. Ist ja ein Survival Game. Ich werde erstmal hier wieder. Gute alte Treppentrick.
So kommen sie halt einfach nicht hoch. Das ist einfach das Beste, was man machen kann. Was man, glaube auch bei den meisten Leuten im Stream oder im normalen Spiel sehen, dass die hier die Treppe weghacken und dann passt es. So, ich möchte jetzt aber dieses Ding da haben. Hätte ich das dann? Was ist denn das eigentlich? Oh, das hat auch die Hardness von unseren Decayed Bricks. Setzen wir hier, fertig. Jetzt können wir hier oben ein bisschen vor uns hinwurscheln, ein bisschen Zeug einreißen und... mal Ding. So, nehmen wir wieder die ganze Bestuhlung mit. Vitamine! Natürlich nichts, nichts. Crossbow. Ihr Sacknasen. Amphetamine. Ich sollte dich doch jetzt ein Wellness kriegen, oder? Ja, zumindest mal ein Level up. Okay, haben wir noch was zu scrappen? Fragment, die Tindosen. Ja, wir müssen uns nachher mal auch schon wieder ins Ding übergeben. In unser kleines Lager dann. Aber das werden wir dann am neuen Morgen wieder machen. Hier sind wir in der Nacht jetzt safe, da können wir uns noch schön wieder einen Bogen craften. Eigentlich immer diese ganzen Glas-Chars aufsammeln. Ja, das freut mich schon. Pumpgun Receiver in Blau, das ist schon nett. Da wäre ich auch gleich mal. Könnte ich eigentlich gleich mal in die Shotgun reinschauen. Super. Okay, vielleicht können wir uns da eine Sword aufmachen oder eine zweite. Shotgun finde ich persönlich sowieso. Ist die Waffe. Also gegen ankommende Zombie-Horden. Persönlich meiner Meinung nach das beste Shotgun. Also auch nicht die abgesägte hässliche, sondern wirklich die gute. Müssten wir eigentlich auch mal nachschauen, wie viel das bringt, wenn wir jetzt die. Cool, Mining Helm. Nummer 3. Wie viel es bringt, wenn man die Shoreland Iron Pipe, was da rauskommt, wenn man die hier zu Metal Strips macht und das Ding wieder repariert. Wobei ich sogar ziemlich davon ausgehe, dass es mehr Verschwendung ist. Okay, dann sind wir aber schon wieder soweit. Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Empfehlt mich eurer Oma, eurem Opa, sonst was, damit es ein schöner großer Kanal wird. Und ja, würde mich freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da werden wir hier ein bisschen weiter looten. Wir haben hier noch ein ganzes Stück da oben. Hier auch noch weiter. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwann mal ein Minibike zusammenbekommen. Bis dann, macht's es gut, ciao!